Hallo, willkommen zurück zu Zelda. Yay! So, Plan ist, die da hinten einmal auszuschalten und ihnen das Fleisch zu klauen. So macht man das. Ah, hier ist eine Strömung, ne? Ich kann mal versuchen, ob ich hier nicht mit den Pfeilen gut vorankomme. Fast. Okay, bin ein bisschen zu weit weg. Ah, falsches Modul. Die kommen ja nicht ins Wasser, oder? Ah, ich weiß gar nicht, wie lange so eine Eissäule hält. Ah, nicht so lange, oder? Upsala. Falscher Knopf. Das mache ich ja gerne. So, Attacke! Hier bin ich. Guten Tag. Oh, blablabla. Ja, schwer zerbricht gleich. Blabla. Schwer zerbrochen. Ich nehme einfach. Ich wollte sagen, dass das, was hier liegt. Aber nö. Bockblind sagt nö. Au. Mist! Scheiße. Mann! Die Entfernung war viel zu kurz. Ich wollte was essen. Ich nehme das mal. Ne? Na, lauf doch! Hier ist keiner mehr von dir, du Narr. Du Narr! Du elendiger Narr! Könntest du bitte angreifen? Tschüss. Ding, ding. So. La la la. La 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 la. La 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 la. Sammeln wir noch kurz die ganzen Sachen hier ein, die hier rumfliegen. Die ich zumindest einsammeln kann. Aber die Eissäulen halten doch ganz schön lange. Ist ja eigentlich ganz gut. Opal, Dankeschön. Das nehme ich mit. Und dann können wir eigentlich weitergehen. Ich wollte zu dem Turm da hinten, den man jetzt gar nicht so gut sehen kann. Guck mal, das sieht ja cool aus. Okay, ich muss da kurz hin. Als wäre ein riesiger Baum umgefallen und zerfallen. Da sind wieder Vögel. Was ist denn das Rote da hinten? Okay, ich muss kurz dahin. Tut mir leid. Wir sind neugierig. So neugierig. Nur gucken. Nur gucken. Ach so. Okay, hat sich voll gelohnt. Ich gehe aber noch kurz mal zum Wächter hier. So. Antikes Zahnrad. So, und jetzt durch die Bäume hindurch. Und ich glaube, ich erlege mal eine Ziege. Oh, ein Böckchen. Jingbock. Yay. Das mit den Schweinen war schwieriger. So, Bäume, Bäume, da. Da möchte ich einmal kurz durchlaufen. Das sieht so interessant aus. Vielleicht versteckt sich da ja auch ein Krog. Da ist auch eine Blume, siehst du? Thank you.
Das ist so wie in dem anderen Wald. Da ist noch so ein Ziegenbock. Jetzt geht's aber los. Link, könntest du... Danke. Dingelingeling. Wer hat denn da den Stein runtergerollt? Ach da. Krok? Hallo. Ja. Ui, du hast mich entdeckt. Dankeschön. Tschüssi. Ja. Okay, da wollte ich hin. Da scheint auch ein Lagerfeuer zu sein. Aber erst gehe ich auf die Spitze des Berges. Mann, ich will alles angucken. Einfach alles. Und ich reiß mich schon zusammen, dass ich nicht jeden Zentimeter hier absuche. Wirklich. So, ein paar Äpfel nehme ich mit. Sofern ich sie denn nehmen kann. Oder ich hau einfach mal gegen den Baum. Ja, und den kann ich so nehmen. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier hat man auch eine schöne Aussicht, aber sieht etwas düster aus. Ah. Schleimis. Kann ich euch so einfach... Bam. But nein! Ja, ich werde dem bestimmt öfter begegnen. Schleimis gibt es ja in jedem Zelda wie Sand am Meer eigentlich. Da hängt noch ein Apfel, den lasse ich jetzt aber mal Apfel sein. Ich wollte zu dem Turm. Und zu dem Turm. Schaffe ich das von der Ausdauer her überhaupt? Ich kann ja dran fliegen. Da ist das Lager. Ich werde mal dran fliegen. Ansonsten habe ich noch Pilzspieße. Ja, easy. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist das noch so ein Totenkopffelsen da hinten? Hier links von mir? Da muss ich auch noch hin. Ich muss überall einfach hin. Überall. So. Cool. Endlich kriegen wir ein paar Rubinchen. So, da ist das Lagerfeuer. Da sind Bobklins. Okay. Und da ist ein Türmchen. Da sagen wir, springen dann einfach mal fröhlich hier runter. Hallo. Ah, oh, endlich wieder eine Axt. Darf ich... Bäume. Darf ich die nehmen? Dankeschön. Oh, Mist. Sag mal, was willst du denn mit meiner Axt? Bäume fällen. Ach, ist in Ordnung. Kannst sie haben. Tut mir leid, wenn ich etwas schroff geklungen habe. Es sind einfach verrückte Zeiten. Niemand wird böse sein, wenn man was mitnimmt, das einfach herumliegt. Wenn es ihnen wichtig gewesen wäre, hätten sie ja wohl auch besser darauf aufgepasst. Übrigens, ich bin Giro, reisender Händler. Freut mich. Ein Händler! Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Waren selbst im Wald zusammensuchen, wie du siehst. Sicherer ist es natürlich einfach Reisenden wie dir Waren abzukaufen. Du hast nicht zufällig irgendwas Seltenes für mich? Ich kann mal gucken. Irgendwas Seltenes, möchte er. Wie wär's mit Bernstein? Obwohl, so selten ist Bernstein auch nicht, ne? Wahrscheinlich ist ein geheimnisvoller... Wird traditionell als Schmuck verarbeitet. Es schimmert ähnlich wie Permut und soll die Kraft des Wassers besitzen. Ich könnte ja mal ein Opal, ja, sowas nehme ich immer gern, sagt er. Dann hier, nimm das. Dafür kann ich dir 180 Rubine geben. Einverstanden. Gut, danke. Lass dir Zeit. Ja, ich gebe dir noch ein paar Bernstein, okay? Es steht ja auch der Preis.
Sehe ich gerade. So, was kann ich dir denn noch geben? Wir können ja mal schauen. Was ich noch so habe. Hier, das ist ziemlich wertvoll. Deswegen... Ah, ich habe nur einen davon. Deswegen würde ich den eigentlich gerne behalten. Ja gut. Dann wollen wir mal. Möchtest du was verkaufen? Nee. Okay. Sogar an den Straßen lauern Monster. Deswegen ist es gefährlich, im Wald nach Dingen zum Verkaufen zu suchen. Sei besser vorsichtig. Ich habe endlich wieder eine Axt. Lalalala. Auf die passe ich diesmal ganz gut auf. Hier sind noch Stöcker, ein Schlafplätzchen. Oh! Hat mich schon gesehen. Okay. Lauf davon! Sei frei! Na Mist, die sind sehr scheu auf jeden Fall, aber wunderschön. So schöne Tiere. Okay. Da ist das Bobklin-Lager. Und sie haben wieder explodierende Sachen in der Nähe. Selber schuld. Ja, tanzt nur. Tanzt, ihr kleinen Schweinchen. Es ist so herrlich. Hallo. Ich sehe nichts, da ist ein Baum im Weg. Tadadada, ding ding. Es macht so Spaß, Leute. Es macht so Spaß. So, dann nehmen wir Herzchen mit. Und andere schöne Dinge, die hier noch übrig sind. Was ist da denn? Ach so, hier sind noch Speere und so. Und kochen könnte ich hier. Wir können ja mal ein paar Sachen ausprobieren. So, in die Hand nehmen. Ich habe erfahren, dass man aus Chilis und Pilzen auch wärmende Sachen machen kann. Huch. Deswegen machen wir das einmal. Vielleicht probiere ich das ein oder andere aus. Mal gucken. So, tada. Scharfes Obst mit Pilzen. Sehr gut. Yay. Es hieß, Fleisch geht gut, in die Hand nehmen. Ein Stück Fleisch geht gut mit Pflanzen und Gewürzen. Wir könnten... Ich könnte nochmal so einen Ausdauerpilz nehmen. Eigentlich. Und haben wir Gewürze? Ist Gras Gewürz? Was kann man denn als Gewürz nehmen? Wir können auch ein Ei dazugeben. Das wäre doch mal was. Eine Wild-Ei-Pilzpfanne. Wie wär's? Okay. Zurück. Kochen. Ausdauerfleischspieß mit Pilzen. Das klingt sehr gut. So. Und mit Käfern kann man Medizin machen. Habe ich gehört. Kocht man ihn zusammen mit Monsterzutaten, steigert die daraus resultierende Medizin die Kraft. Okay, mit Monsterzutaten. Dann nehmen wir mal so einen Flederbeißerflügel. Und probieren unser Glück. Mal sehen, was da rauskommt. Kraftmedizin. Der Stärkeeffekt Level 1 stimuliert deine Muskeln und erhöht so deine Angriffskraft mit Waffen aller Art. Sehr cool. Einfach mal so ein bisschen rumprobieren, dann findet man die Rezepte von ganz alleine heraus. So, die Kiste muss ich auf jeden Fall noch öffnen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, und hier, so, bla bla, blub blub. Boah, da oben auf dem Berg möchte ich.
Soldatenschild. In der Tasche ist dafür kein Platz. Okay, dann müssen wir ausmisten. Das muss ich im Menü tun, glaube ich. Hoppala. Jupp. Komm. Ach, nicht ausrüsten. Wegschmeißen, habe ich gesagt. Weg. Das machen wir auch mal weg. Dann haben wir ein bisschen Platz. Soldatenschild klingt sehr, sehr gut. Habe ich auch direkt ausgerüstet. Wunderbar. Allihop. Da sind auch wieder Bobklins. Ey, du Bob. Ich gehe jetzt aber erstmal da zu diesem Baum. Dann werde ich hier rüber gehen und dann auf den Turm. Das sieht auch wieder nach Bobklin-Lager aus hier. Ah, Schleichschnecken. Ein Schild? Hier gibt es Schilder. Hallo? Prologia-Brücke, Stall der Zwillingsberge. Okay. Oh, anderer Pfeil bitte. Armes. Armes, armes Böcklein. Ist hier keiner? Keiner da? Ehrlich? Das ist ja seltsam. Aber da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Was? Kann ich das nehmen? Ach nee, das war für die Fackel. Noch eine Axt. Ja, cool. Die nehme ich tatsächlich mal mit. Weil Äxte scheinen ein bisschen rar zu sein. Feuerstein. Okay. Ah, mit Feuerstein kann ich bestimmt ein Lagerfeuer basteln oder anzünden zumindest. So wie hier. Der Kochtopf. Also das habe ich ja gerade weggeworfen. Ah, ein verlassenes Lager. Ja, gut. So, ich wollte rüber. Das machen wir jetzt auch. Versteckt sich hier ein Krog? Wo ist die... Wo? Ach, da. Komm mal. Bleib schön hier. Natürlich gehst du darüber. Wohin auch sonst? Au! Was ist denn mit euch los? Ach, da hinten. Okay. Daneben. So, rüber. Rüber. Da ist der Krog. Hallo. Du hast mich entdeckt. Tschüssi. Was ist das da oben? Das sieht so komisch aus. Komisch. Kann das kurz mal überprüfen? Voll ins Gesicht. Link, das ist nicht nett. Hat man dir das schon mal gesagt? Was ist das? Ist das Erz? Kann ich das mit einem Hammer vielleicht abbauen? Also eine Spitzhacke oder so habe ich ja nicht. Ja! Steinsalz. Oh, das wären dann die Gewürze, von denen ich gesprochen habe. Wahrscheinlich. Cool. Ich will draufhauen, bitte, Link. Komm schon. So. Cool. Sehr cool. Jetzt bin ich doch schon hier beim Turm. Ich wollte eigentlich erst zu dem Lager. Eigentlich. Das sieht auffällig aus. Ach so, das ist so ein Vieh. Mit dem Hammer in der Hand kann ich mein Schild nicht zücken.
weil das ein Zweihänder ist. Okay. Ich würde gern treffen. Ah. Ich krieg nie mein Schild schnell genug rausgezückt. Ah, Leute. So wird das nichts. Es muss eine bessere Methode geben. Au. Er holt sein Schild gerade aber auch nicht raus. Aua. Ach, dann halt nicht. Ah, Turm der Zwillingsberge. Dieses Vieh nervt mich. Lass mich in Ruhe. Ah, wieso komme ich da nicht hoch? Ich glaube, ich brauche ein Päuschen. Oder was zu essen. Ich nehme mir mal ein Ausdauerspieß. Es ist mein letzter Ausdauerspieß. Hey. Na gut, was tut man nicht alles? So. Bevor ich runterfalle, gehe ich lieber hier hoch. Auf die wundervolle Plattform. So, ich klettere mal langsam. Ich glaube, das ist ganz gut für meine Ausdauer. Und wenn ich das nächste Mal einen Kochtopf sehe, oder einen Wok, werde ich noch ein paar Spieße machen für die Ausdauer. So, kurz ausruhen. Und dann sind wir gleich auch schon oben. Jupp. So, hier wären wir. Diesmal bestelle ich meine PlayStation 5. So, Schikastein erkannt, Schikaturm wird aktiviert. Okay. Oh, schön. Datenübertragung beginnt. PlayZ 5 ist vorbestellt. Was für ein Riesengebiet. Wahnsinn. Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen. Okay. Ja, und welche? Achso, Shika-Sensor. Wenn du dich Schreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Gehe in Richtung, in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Gut zu wissen. Alles klar, ein paar Schreine habe ich ja auch schon markiert. Wieder auf dem Weg hier. Da werden wir bei Zeiten auch noch hingehen. Shika-Sensor wurde aktiviert. Ring, ring. Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst Schreine finden, indem du in die Richtung gehst, in der es am stärksten ausschlägt. Schrein in der Nähe. Steht doch direkt dran. Wunderbar. Aber wo ist denn einer in der Nähe? Da, habe ich den nicht schon markiert? Ja, ich glaube schon. Ach, guck mal. Da ist das Bockblinlager. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und es wird schon wieder dunkel. Ich weiß, dass das in der Nähe ist. Nein, du benutzt das Segel. Überraschung. Hallo. Wie geil. Ah, das nenne ich mal einen Auftritt. Das nehme ich mal mit. Grillwild, Dankeschön. Das war mal ein hervorragender Auftritt. Hast du
kein Zielwasser getrunken? Anscheinend nicht. Na, das lasse ich jetzt da liegen. So, das Schwert sieht gut aus. Aber es ist ein Zweihänder. Ich glaube, die sind nicht so praktisch. So, das hatte ich entnommen. Und hier unten sind noch ein paar Leute. Einer zumindest. Sollte Wache halten, du hast vollkommen versagt. So, hier unten sind aber auch noch welche. Bin zu weit weg, oder? Ich kann es ja trotzdem versuchen. Getroffen. Nein, hör auf. Oh. Fledermaus. Und noch eine. Ah. Hallo? Na? Ja, mit Pfeil und Bogen in der Höhle hier, ne? Upsala. Au. Oh, warte. Meine Leben. Oh Gott, meine Leben. Ich esse noch ein paar Äpfel. Ich könnte auch was Nahrhafteres essen, ne? So. Ach Mist. Ah. Er haut mich gerade. Das ist nicht nett. Was? Ich hatte doch volle Leben. Was bist du denn für ein... Ich glaube, seine Augen haben geleuchtet. Kann es sein, dass Blutmond war? Was war das denn? Ich habe mich doch voll gefressen. Ich glaube, ich werde noch sehr oft hier sterben in dem Spiel. Sehr, sehr oft. Okay. Machen wir es anders. Wie? Haben die mich gehört? Die hören mich nur, ne? Aber die sehen mich nicht. Kommen jetzt alle raus. Okay. Ich meine, die kommen ja nicht hier hoch, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ich probiere mal was aus, Leute. Jetzt wird's ganz Link hier. Ahahaha, Link. Oh, Fledermaus. Sie ist unter mir gelandet. Ihr Schwachmaten. Ja, komm ruhig her. Was ist das? Hä? Bumm! Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Guck mal, da ist eine Bombe. Komm zur Bombe. Ah Mist, die ist da draußen gelandet. Ist gar nicht feige, was ich hier mache, ne? Überhaupt nicht. Ja, geh da hin. Mist, es funktioniert nicht mehr. So, ich könnte aber mal so einen Krafttrank reinkippen. Trinken. Dann schauen wir mal, dass wir vernünftig angreifen. Soldatenschwert ist ausgerüstet. Hier, friss Scheiße! Ja, ich glaube, es ist Blutmond, wenn die Augen so leuchten, ne? Das war mal jetzt eine Aktion, Leute. Aber hier drin ist nichts. Oder habe ich wieder irgendeine Kiste kaputt gemacht jetzt? Würde mich auch nicht wundern. Ansonsten.
viel ist hier nicht mehr. Ich möchte nochmal kurz gucken, was das hier ist. Auf jeden Fall ist es sehr kaputt. Hier stand irgendwann mal ein Haus. Ein Krogfächer! Nimm, ja. Ach, weißt du was, ich lasse hier drin. Brauche ich zwar noch für die eine... Oh, ein Floß! Für die... Ah! Für den Krog wahrscheinlich. Aber für das Floß wäre es natürlich auch praktisch. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Weiter nach Kakariko. Das ist in die Richtung. Eieiei. Das war ja mal wieder echt aufregend jetzt zum Ende hin. Und ja. Der Trank hat jetzt nicht so viel gebracht, leider. Aber ich übe das Ganze ja noch. Ich lerne das Spiel ja noch kennen und die Mechaniken und hast du nicht gesehen. Ich... Ist da wieder so ein Erz oder was ist das? Ich gehe da nochmal kurz hin. Das sieht aus wie ein Erz. Das man kaputt hauen kann. Eisenhammer ist am Start. Hup. du sollst nicht daran klettern. So, her damit. Gut. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal zwischen die Felsen hier durch, oder? Oder auf die Felsen? Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir überlegen, ja, auf was ich Lust habe. Oder mich überraschen lassen, auf was ich beim nächsten Mal Lust habe. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.